nicht verkehrt, ne? Kann man ja auch mal haben. Ah, man kann da Pilze auch mitnehmen. Ach so. Ja, die Frage ist, sollen wir den Schrein mitnehmen oder nicht? Weil, wenn das nur Wissen ist, dann brauchen wir es nicht mehr. Aktuell wenigstens. Aber also, wir haben doch immer irgendwas zu erkunden. Ich dachte ja, die können jetzt mal ein Stündchen Pause machen, aber... Nee. Ich glaube, ich gebe Onbu mal eine kurze Schlafpause. Mach mal Bubu, komm. Ist nicht der beste Platz, ne? Place to be, aber... Mein Gott. Ja, ich habe Onbu im Auge hier, dass er jetzt müde wird. Kann dann ein Schläfchen machen. Blöd ist halt, jetzt haben wir mittlere Vergiftungsstufe. Heißt, wir haben gleich wieder irgendwelche Leute, die vor sich hin vergiften. Schade. Komme ich nicht dran. Aber wenn er da schläft, dann können jetzt gleich die Kundschafter, wenn sie zurückkommen, wirklich mal Pause machen. Darf ich mal ganz kurz fragen, warum ihr... Das ist doch hier Biogas. Warum schleppt ihr das hier runter? Hat ja jetzt nicht so viel Sinn, oder? Ist denn unser Biogaslager schon so voll? Hier ist doch gar nichts drin. So, wir lassen nur einlagern hier. Auch Steinplatte gehört hier unten nicht hin. Nur so die Grundressourcen. Als Zwischenlager und der Rest daraus. Macht doch keinen Sinn. So, wie schaut's aus mit den Kundschaftern? Einer ist zurück, ein Team. Vergiftungserscheinung haben wir nur einen. Ist der im Team irgendwo unterwegs?
Ja, ihr habt wieder nichts zu tun wegen Valpolenta, ne? Siedler brauchen wir keine. Wie viel haben wir? 149, 160. Okay. Ja. Ist extrem unspektakulär gerade. Nix los hier. Auf der anderen Seite ist das natürlich für ein Überlebensgame auch gar nicht schlecht, wenn mal nicht so viel Stress ist. Ne? Dass ich da noch einen Tick zu weit von weg bin. Ansonsten, hier haben wir alles erforscht. Hier kann ein Onbu futtern. Wenn wir denn da lang gehen, das weiß ich nicht. Dann schicken wir da auch noch mal einen Kundschafter eben hin. Ja, den brauchst du. Mitgebracht, das brauchen wir nicht mehr. Aber ihr seht, ne? Gut läuft. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut läuft. Wasser ist da, Rübe ist da. Ich sag ja nichts, ne, aber der Tee, der ist ja. Der ist wirklich nicht gut. Reißen wir das auch mal ab hier. Nicht, dass das notwendig wäre, aber. Es ist natürlich leckeres. Schwarzer Pudding. Mhm. Naja, warum nicht, ne? Ich weiß nicht. Onbu anbohren? Ich habe da ein bisschen Probleme mit. Die haben wir alle gebaut, ne? Ich meine, wir könnten ja mal. Oder machen wir es erst nächste Mal? Wäre auch möglich, ne? Das war vielleicht das nächste Mal. Onbu ein bisschen quälen. Also, dass wir das hier vielleicht alles wegreißen. Weißt du? So richtig traue ich mich noch nicht, aber
Dass wir das hier so ein bisschen, weißt du, und dann hier die Onbo-Fütterung, Verflüssigung, ne, so diese Sachen hinbauen. Den Injektor. Gallensaftextraktor. Tiefer Steinbruch, Blutextraktor, weißt du, dass wir das alles hier hinbauen? Das wäre doch was, oder? Dass wir das Viech mal richtig anbohren. Vielleicht schüttelt es uns dann ab. Mich würde es nicht wundern. Aber das wäre dann was für den nächsten Stream. Nächste Woche Dienstag. Geplant. Ganz vorsichtig. Ne? Vieles nicht zu tun. Unsere Kundschafter sind fast alle zurück. Nur noch die hier im Giftwald sind einmal unterwegs, aber ansonsten kann ich auch nichts machen hier. Also meine Kundschafter könnten, wenn sie wollten. Wollen natürlich nicht, aber wir können sie mal eben zuschließen. Dann können sie sich an anderen Sachen beteiligen, weißt du? Dann haben wir mal eben 8 Leute wieder zur Verfügung, die andere Sachen machen können. Aber es ist auch schon wieder alles leer geräumt, ne? Also hier ist noch ein bisschen was. Ist leer, da sind noch 6 Steine. Da ist noch ein bisschen was. Also viel zu tun haben die auch nicht, ne? Also jetzt ist Holz raus, hier kommt noch ein einziger. So, Lager leer. Hier sind noch 3 Steine, also. Die arbeiten schon die Sachen ab, das muss ich ihnen lassen. Da kann ich nicht meckern. Mhm. Wie viel Gallensaft haben wir? 330. Okay. Ja, wir haben einfach keinen Mist, ne? Das Viech kackt zu wenig. So, was machen denn unsere letzten Kundschafter? Ne? Die brauchen noch ein bisschen, alles klar. Onbu schläft nicht mehr lange, der müsste jetzt gleich aufstehen. Ich glaube, wir kriegen noch eine Entscheidung hin, oder? Wo wir langlaufen sollen. So, Onbu steht auf, alles klar. Dann können wir ihm ja mal einen kleinen Schneck zukommen lassen, wa? Bin ja nicht so. Du hast dich mitten in die Giftwolke gelegt. Na, du bist ja blöd. Gar nicht aufgefallen. Und schon geht die Panik wieder los. Mann, Tau, Leute, wa? Waltet eures Amtes. Führt jetzt alle Spuren, wo immer ihr sie findet. Also genug Personal müssten wir ja eigentlich haben, ne? So,
Welchen Weg wollen wir gehen? Wollt ihr einen bestimmen? Wobei, zwei Zuschauer werden mir nur noch angezeigt. Möchtet ihr den Weg bestimmen, dann sagt schnell ja, dann gebe ich Norden vor. Ansonsten ist mir das eigentlich reichlich egal. Ja, wobei, ich würde eher Süden nehmen, glaube ich. Ich nehme Süden. So. Wer also für Süden ist, schreibt ja. Wer für Norden ist, schreibt nein in den Chat. Nein. Ja oder nein? Oder wir haben so eine große Streaming-Verzögerung. 16 Sekunden noch. Dann tut's mir leid, da kann ich aber nichts für. Das ist dann wieder Twitch. Meine Leitung ist grün und stabil. Alles klar, wir laufen also nach Süden mal wieder in ein grünes Gebiet. Ein bisschen aus der Kälte raus. Habe ich nichts gegen. So. Das heißt, wir laufen nach Süden. Der Sonne hinterher. Hey, oh, was geht? Der Sonne hinterher. Wie sieht's mit der Vergiftung aktuell aus? Hier wird gerade abgeerntet. Sehr gut. Dann ist die Vergiftung auch weg. Ansonsten müssten ja unsere Typen hier gut unterwegs sein. Ihr sollt die Sachen abbrennen, nicht fressen gehen. Ihr lagert das auch schön ein hier, ne? So, 10 Pilze. Also man kann die durchaus da hinschicken, dann gibt es Pilze. Wobei das ja auch nicht so wahnsinnig notwendig ist, ne? Wir können Onbo-Futter wieder herstellen, damit das auch bloß genug zu fressen hat. Aber wir haben ja genug, so viel frisst es ja nicht, ne? Na toll. Fast wieder eine edle Steinplatte hier. Hier sind zwei Schwerstvergiftete. Mhm. Aber wir haben ja Ärzte. Keine Kundschafter verfügbar? Was? Ich habe die noch nicht aufgeschlossen. Ich hatte gedacht, ich hätte das schon gemacht. Entschuldigung. Wann wird das hier repariert? Hm? Da stehen viele Leute sinnlos rum. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir das erlauben kann, ist alles richtig. Onbu war kacken, sehr gut. Ah. Da wird der Stein schon mal hingeworfen, weißt du? Jetzt braucht noch einer die Konstruktion. Einer ist noch frei, da haben wir nichts mehr zu tun. Gut, dass ihr das gerade nicht seht. Irgendjemand hat mich gerade bei Xbox als Freund hinzugefügt. Warum auch immer, keine Ahnung. Und natürlich prompt muss das angezeigt werden. Das ist so wichtig. Moderne Technik. So, wo sind wir denn? Ja, dann werden wir das nächste Mal Ombo quälen, finde ich. Eigentlich eine gute Idee. Kann man sowas eigentlich auch versetzen?
Was ist das hier? Das ist ein Silo. So, dann bauen wir da ein Silo hin. Dann können wir den Weg gerade runterziehen. Wie sieht's denn aus? 73, 189 Brote. Ja, uns fehlt Tomate und Co. Aber da könnten wir ja jetzt, wenn wir jetzt wieder ins Gebiet kommen, müssten wir eigentlich auch wieder Tomate anpflanzen können, ne? Ja. Dann macht ihr mal ein bisschen Tomate. Weizen läuft, alles gut. Rübe haben wir, da wird halt ein bisschen wenig produziert, was Rübensuppe angeht. Wasser sind wir bei, wo haben wir es? 1200, alles klar. Da ist natürlich noch ein bisschen was machbar. Kundschafterhütte ist deaktiviert. Geht doch nicht. So. Dann sind sie wieder alle unterwegs. Und hier müssen wir jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Bei der Giftwolke. Entweder müssen wir dafür bremsen oder... Ich weiß nicht, in welche Richtung sie geht. Sie geht hier runter, ne? Also müssten wir eigentlich bremsen. So, Onbo. Weißt du was? Dann mach mal Platz. Ich weiß, ist nicht das Beste, aber wenn die Giftwolke hier jetzt gerade durchzieht, ne? Und so sieht's aus, als wenn die hier durchzieht, dann wäre es sinnvoller, wenn wir mal ein bisschen Pause machen. Paar Minuten, weißt du? Leg dich einfach mal hin, isst dir was, dann läuft das. Wäre schön, wenn du das mal schnell umlagert, weil dann kann ich das Ding abreißen hier. Ich hoffe, dass die beim Abriss die Sachen nicht, weißt du? Nö, scheint gut zu sein. Okay. So. Dann legen wir hier noch eine Straße durch und dann haben wir es für heute mal wieder geschafft. Dann lassen wir Umbo noch ein bisschen hier sitzen und dann machen wir beim nächsten Mal, nächste Woche, bauen wir die restlichen Gebäude, gucken mal, dass wir vielleicht noch ein bisschen Sand kriegen, dass wir vor allem dieses Denkmal auch nochmal gebaut kriegen. Dann hätten wir eigentlich alles durch, dann können wir mal gucken, was mit Umbo passiert, ne? Also, ja. Und ich warte natürlich die Antwort ab von Klabbi, ne? Vom Klabautermann, LP. So, hier fehlt noch ein Stück Steinstraße, da setzen wir auch noch hin. Gut. Ja, dann hoffe ich natürlich, euch hat es wieder gefallen und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und ihr könnt ja in der Zwischenzeit eines der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem YouTube-Kanal schauen. Mich würde es freuen und wie gesagt, wenn es gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach oben. Ihr wisst, jede Interaktion hilft dem Let's Player. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.